Und kürzlich wieder meine Freunde, so Bushido-Fans, haben wohl mit Liz geschrieben. Und dann kamen sie wohl raus, dass sie irgendwie so Shido verteidigen. Und Liz hat ihr einfach nur erklärt, dass sie es armselig findet, dass er es nicht alleine klären kann. Ja, Bushido war damals eine Legende, hast du recht, Liz. Aber diesen Gettenstatus hat er lange nicht mehr, Digga. Jetzt ist er nur noch ein verweichlichter 31er-Schauspieler, der faken Gangster-Rap in seinem Gangster-Rap-Kostüm macht. Sein Gangster-Rap-Kostüm! Wie peinlich ist das denn? Wie kann man so reden, Mann? Der redet wie ein Politiker, dieser Sushido. Ich ziehe jetzt mein Gangster-Rap-Kostüm an, ich bin ein Gangster-Rapper. Ich sag die schlimmen Worte. So ein wacker Typ, Mann, so fake bis zum geht nicht mehr, meine Freunde. Und wie dieser kleine Fan irgendwie bei Liz versucht, die ganze Zeit ihn zu verteidigen. Mein Gott, ja, ist eine Legende, so Bushido, so krass. Der kann so krass rappen, was ist Gangster? Ich bin so ein Fan von ihm. Ist der? Oh Mann, manchen Leuten kann man echt nicht mehr helfen, meine Freunde. Einfach nur armselig. Und es hat mit jedem Satz recht gehabt, Mann. Der Typ ist am Ende Ego, ganz tief unten, muss alle dissen, die sich nicht richtig wehren können. Okay, Liz könnte den fetten Diss-Track gegen dich machen. Aber du beerdigst dich ja schon selbst, also mach weiter RTL oder nee, Spiegel TV oder Stern TV Interviews, wo du über dein Gangster-Kostüm redest. Oder mach noch eine komische Doku auf Amazon Prime. Und mach Sony Rack 3, bitte. Ich will's feiern nicht. Okay, meine Freunde, das war's wie du von nun an. Boss. Aber nur gleich nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.